Das Projekt Lyric Walk, begehbare Gedichte im Juni 2018. Hier ist eine der Zaumertüren, also ein Transportsystem, mit welchem man vom Hauptgelände der Bibliothek, der Freien Bibliothek Pegasus, sich teleportieren kann zu einer Skybox, einer Plattform im Himmel, auf der das Projekt Lyric Walk begehbare Projekte zu sehen und zu erleben ist. Hier die Tür. Einmal geöffnet. Es ist auch eine höfliche Tür, die sich im Textchat bedankt. Und jetzt der Sprung auf weiteren Klick hin. Und da sind wir schon. Einige Arbeiten sind schon zu sehen. Und eine Begrüßung durch Lyric Walk kann man lesen. Hier gibt es unter anderem zu sehen der A- und O-Tisch, eine kleine Sitzecke. Hier kann man sich auch Regale mitnehmen und eine Schreibmaschine in Anführungszeichen. Hier der Hinweis auf die Freie Bibliothek Pegasus. Da wurde einmal ein Graffiti aufgetragen auf der Mauer zwischen auf der Mauer im Westjordanland gegen eine Spende für soziale Projekte, und einige Fotos davon kann man hier sehen mit friedfertigen Grüßen von Pegasus. Pegasus ist direkt unter dieser Skype-Plattform, also schon einige Meter tief, aber unten ist es zu sehen. Hier noch ein Buch, ein Umblätterbuch zum Thema Licht und Schatten. Das kann man öffnen und umblättern. Es sind etliche Fotos und Gemälde enthalten zum Thema. Aber natürlich folgt dann auch danach ein ausführlicher Textteil mit Informationen, Gedichten und Ähnlichem. Der Text ist auch in einer Notecard enthalten, die man wie auch das Buch mitnehmen kann. Da ist das im Fließtext. Auch ich habe eine kleine Sammelbüchse aufgestellt, ein Tippjar, und man muss Entschuldigung, man muss da natürlich überhaupt nicht spenden. Ich bin nicht kommerziell orientiert. Aber wenn man unbedingt möchte, darf man natürlich. Hier sieht man nochmal den Namen im Baumenü von diesem Tippjar, der auf Anknicken hin Lindendonner in Empfang nimmt. Wir schauen jetzt mal etwas weiter. Hier ein kleines, vielleicht inhaltlich auch etwas naives Werk
Rot. Ein kleiner lyrischer Text und der zum Teil rotiert, zum Teil pulsiert. Schwarze und grüne Herzen sind zu sehen, die scheinbar in der Luft schweben und sich bewegen. Hier nochmal das Schild Projekt Lyrikborg und der Text Bitte, der hinterlegt ist mit einer sich bewegenden Wassertextur. Halb transparent. Hier wieder ein sehr frühes Werk. SL würfelt nicht mit einigen übereinander gestellten Würfeln und frühen Texten, Liedumdichtungen, gereimten Versen, wenn man so will, und mit einigen Fotos. Hoch in der Luft schwebt ein halbtransparentes Prosagedicht, sehr groß, halbtransparent, von unten recht eindrucksvoll anzuschauen. In der Ferne, in der Nachbarschaft, sieht man übrigens weitere Skyboxen. Rechts vorhin war das. Wir schwenken zurück. Hier unten gibt es über Book Tom Bloch, den Avatar von Burger Tom Hoop, auf Klick einige Informationen und darüber die Arbeit Akzeptiere dich, ändere dich. Die beiden großen Pole im Leben, sich im positiven Sinne ändern zu können und zu wollen, sich aber auch selbst zu akzeptieren als das, was man ist, wer man ist. Meines steht in einem Spannungsfeld, das aber sehr produktiv sein kann. Aus der mir gemäßen Zahl an Neins wird mir ein größeres Ja, ein Puzzle. Auch das kann man natürlich erklettern und durchschreiten. Jetzt kommen wir zu der Arbeit Verifikation. Mehrfach verdrillt und verdreht und mit sich bewegender Textur versehen. Ein Prosagedicht, von dem man hoffentlich im Laufe der Zeit dann doch alle Zeilen erkennen und entziffern kann. Es gibt den Text natürlich aber auch als Notecard. Man kann in dieses Gemälde hinein, es ist also nicht durchsichtig, aber auf Phantom gestellt. So kann man auch als Avatar
hineingehen. Und auch innen ist die Lichttextur immer wieder zu sehen. Hier ein großes, seltsames Bruchstück, wie ein Fragment sieht es aus. Doch der Text heißt eben kein Fragment. Hier ist er jetzt recht gut zu lesen. Nun geht es weiter zu einer etwas größeren Arbeit. Zu der Wortmauer, zu dem Steinpaar. Die meisten werden mit ein wenig Nachdenken den Satz, der zweimal auf der Mauer steht, entziffern können. Eine gewisse Mauer ist es allerdings schon, eine Verständnismauer. Ja, und nun gehen wir so weit, wie wir können. Nicht so weit, wie wir glauben zu können, sondern so weit, wie es wirklich möglich ist. Denn Worte können auch Brücken sein. Manche Worte bilden hohe Mauern. Sie können aber auch Brücken sein. Und diese Brücke geht weiter durch die Wand hindurch. Denn auch hier ist die Mauer undurchsichtig, aber keineswegs undurchdringlich. Man gelangt aus dem freien Sockel hin zu einem Paar. Zwei Menschen in einer vielleicht etwas uneindeutigen Pose zueinander. Gelangt man zu ihnen von dem leeren Sockel, oder wird sich eine der Figuren umdrehen und über die Treppe zurückgehen, durch die scheinbare Mauer, auf den freien Platz? Diese Überlegung bleibt jedem selbst überlassen. Mitgeholfen hat damals übrigens auch Emma Fagis, die Malerin, die auch in SL vertreten ist. Wir schwenken weiter über das Gelände und sehen hier eine Litfaßsäule mit einem Text, die sich dreht. Der Text leuchtet, ist etwas schwer zu lesen. Und wir erkennen das Wort Ethik. Es scheint auf der Kippe zu stehen, fast abzustürzen, über die Planken zu gehen. Wird dies wirklich geschehen? Oder können wir dies noch aufhalten? Nun kommen wir zu drei Gedichtautomaten, die den Himmel zum Sprechen oder zumindest zum Schreiben bringen. Einen davon werde ich gleich versuchen vorzuführen, wenn wir die Tageszeit ein wenig umschalten. Auf Sonnenuntergang, dann sieht es gleich noch einmal viel netter aus.
Das machen wir jetzt. Sonnenuntergang. Und dann klicken wir mal den mittleren an. Das ist der Text Licht. Wir sehen diesen Text. Auch im offenen Chat geschrieben und wir bekommen ihn auch als Notecard, aber er wird auch einmal in voller Länge in den Abendhimmel geschrieben. Wir sehen dies hier nur in einem Film. Wenn man selber vor Ort ist, ist es natürlich noch einmal um einiges eindrucksvoller. Übrigens beherrschte dieses Skript leider keine Umlaute, also Ä, Ö, Ü in der Notecard ist das natürlich berücksichtigt. Und am Ende verschwinden die Buchstaben auch erst einmal wieder. Nun machen wir wieder einen kleinen Flug über das Gelände. Und nähern uns der Arbeit Abenteuer. Auch hier handelt es sich um ein Prosagedicht von mir. Hier sieht man viel Schwärze, aber auch viel Sterne. Und natürlich könnte man auch hier wieder in die Arbeit hineingehen. Für diesen Text empfiehlt sich eher die Einstellung Mitternacht. Wir gehen mal etwas näher darauf zu. Lesen vielleicht den Text. Abenteuer. Fast zu lange schon schwebtest du im Nichts, unterwegs durch die Untiefen von Zeit und Raum, verloren in der Unbegrenztheit deines Kosmos. Einsam in der Schmerze der Unendlichkeit gingst du durch Nova-helle Gluten, höllenheiß. Schwerkraft presste fast für immer dich zu Boden. Die Kälte leeren Raumes ließ dich schon zu Eis erstarren. Beinahe wärest du im Strom der Zeit ertrunken. Doch magisch zog dich endlich ein warmer Schimmer an. Und du fandest andere Wesen. Dein Weg kann niemals enden. Und sein Ziel bist du. Soweit diese Installation. Jedoch gibt es auch noch weitere
Und dorthin begeben wir uns jetzt mal. Diese Arbeit heißt Werden, oder alternativ könnte man auch sagen, Gefühle bewegen etwas. Der Kurztitel, wie gesagt, Werden. Werden. Worte werden Gedanken, werden Gefühle, werden Worte, werden Gedanken, werden Gefühle. Die Worte pulsieren, die Worte drehen sich, die Botschaften sind zu sehen. Doch bewegen sie sich in einem Rahmen. Er ist von einer Seite durchsichtig und begehbar. Wirklich nur von einer Seite oder von zweien oder von einer, aber immer einer anderen. Kann man auch von oben auf sie herabblicken. Es hat den Anschein. Man kann auch ganz in sie hineingehen und nur in ihnen sein und stellt dann aber fest, alles ist nach allen Seiten hin umschlossen. Nur noch die Gedanken, Gefühle und Worte kreisen hier. Oder auch nicht. Gefühle bewegen etwas. Hier haben wir noch ein relativ altes Buch, ein Umblätterbuch. Einige der Texte darin sind auch zu lesen. Hier mein Lyrikwerk, andere nicht. Einige sind optisch etwas gestaltet. Mit Fotos und Zeichnungen hinterlegt. Auch diese Texte sind an verschiedenen Orten auf der SIM natürlich mitnehmbar und als Notcard vorhanden. Es ist ein recht altes Buch. Hier sehen wir es noch einmal. Und wie gesagt, es ist schon etwas älter. Ein Schutzumschlag wäre vielleicht mal angebracht. Das ist vorerst dann auch das Ende der kleinen Führung. Es gibt noch zwei, drei weitere Objekte, die ein wenig Ähnlichkeit mit diesen hier haben, unten auf dem Gelände. Aber hier für diesen Anlass
sind wir nun mal fertig und ich verabschiede mich ganz herzlich von allen Interessierten und lade ein, gern auch mal persönlich vorbeizuschauen. Vielen Dank.